auch wenn wir jetzt hier nach unten müssen, möchte ich doch natürlich erstmal gucken. Hier geht's also nicht lang. Okay, hoch, runter, links, rechts, oben, unten. Absolut. So, wir lassen uns... Huch, scheiße, Mist. Wir lassen uns also einfach mal treiben. Ich sag schon wieder gar nichts, weil ich mich hier wieder mal sehr konzentrieren muss. Boah, man kommt hier also so langsam aber sicher durch. Ich möchte zunächst mal gucken, was es hier denn oben so zu bestaunen gibt. Wer baut denn eigentlich sowas, ne? Also jetzt mal wirklich. Wir müssen also mit unserer lieben roten Cheyenne müssen wir also hier lang. Was auch scheinbar schon wieder der normale Gang des Levels war. Nein! Wow! Ah! Mein Gott! Hilfe! Es ist, geht mir schon wieder alles so schnell. So schnell bin ich doch gar nicht. Ich bin doch eher so ein gemütlicher Typ. Und dann noch einmal hier lang. Huch. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich einmal... Na komm schon, einmal hier hoch. Und die Sachen noch nehmen. Und dann hier einmal hoch. Huch, nein. Einmal nein. Nein, meine Güte, jetzt aber mal... Hallo? Ach so, ich kann dieses Ding... Ach doch, jetzt geht's. Dankeschön. Jetzt bin ich wieder sehr weit im Level zurück. Vom Level zurückgeworfen worden. Also einmal hier hoch, beziehungsweise können wir das ja dann doch viel besser so nicht machen. So, wir lassen uns wieder tragen und kommen hierher. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Und wieder mal sind wir hier an einer sehr schwer zugänglichen Stelle gelandet. Und ich frage mich, na, ob hier denn nicht wieder ein Geheimnis auf uns lauert. Wow, wie geil! Ich wechsle schon mal die... Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Also, das, wow, das könnte ich ja schon wieder total feiern gerade. Nein, so auf jeden Fall nicht. So könnte ich das nicht feiern. Obwohl ich der Meinung bin, dass es da wohl schon irgendwie so lang geht, oder? Beziehungsweise auch nicht, denn wir müssen hier oben lang. Meine Fresse, also diese Achterbahnfahrten, das feiere ich total. Dieses rasante, aber sich einfach mal treiben lassende, das finde ich richtig, richtig geil. Also da auch wieder ein großes Lob an die Entwickler. Auch wenn ich hier bei diesem Spiel vor Lob ja quasi gar nicht mehr zu was anderem komme. Aber das ist mir total egal, denn es macht einfach Spaß. So, wenn ich jetzt hier springe, lande ich bestimmt in irgendwelchen Stacheln oder auch nicht. Ach ja, dann einfach mal hier lang. Aber hier unten gibt es einen großen Diamanten. Den hole ich mir, ganz egal, was es kostet. So, haben wir das geschafft. Wir haben auch wieder einen Speicherpunkt erreicht. Das heißt, wir werden ihn auch brauchen. Denn jetzt geht es wohl wieder eine ganze Weile lang unkontrolliert mit irgendwelchen Plattformen durch die Gegend. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich lang. Ach so, nein, lass mich hier mal durch. Boah, ja.
Okay, wir müssen warten. Wir müssen länger warten. So, und nämlich so lange, bis wir hier auch hin können. Und dann geht's jetzt hier weiter. Eieieiei. Okay, interessant. Ach Mist, egal. Zum Glück hatten wir ja noch ein Schutzschild an. Da ist es mir dann doch auch herzlich egal. Was tue ich denn da? Warum renne ich denn da wieder genau rein? Das ist ja wieder ganz typisch von mir. So, uahahahaha. Und weiter geht's auf dieser verrückten Wahnsinnsfahrt. Mit nur sehr kleinen Plattformen. Was es auch dann wirklich extrem schwer macht, da die Balance zu halten. So, und runter geht's. Eigentlich sind mir diese einen Diamanten ja auch relativ egal, aber nee, möchte ich nicht. Ich möchte die dann doch einfach haben. Ja, ach so, ja, denn wir lassen uns mal ganz kurz zurückfahren. Dann sammeln wir die ganzen Diamanten ein und fahren dann gleich wieder zurück und sammeln die restlichen ein. Und weiter geht's auf unserer Wahnsinnsfahrt hier. Wer hat nur nicht, wer will noch mal? Na, jetzt auf jeden Fall will ich hier mal hoch. Da geht's also lang. Aha. So, dann können wir uns hier die Diamanten schnappen. Und kommen dann auch weiter. Wieder ein Speicherpunkt, da freue ich mich ganz besonders. Huch. Einmal hier drüber. Und hier wackelt schon wieder die Erde. Huch. Was genau ist das hier? Auf jeden Fall todesgefährlich. Oder lebe. Ja, todesgefährlich, natürlich. Ist voll todesgefährlich. Da gefährdet man den Tod. Ich möchte aber lieber hier nach oben. Hier die Sachen einzusammeln, auch diesen großen Diamanten wieder. Und dann kann die Reise auch gleich weitergehen. Ah ja, okay. Gut, ich lasse mich jetzt einfach mal fallen, was auch ein Fehler war. Wie soll man das denn da schaffen? Und einmal hoch. Das hatten wir schon. Dann lassen wir uns mal wieder runterfahren. So, dann machen wir es halt auf diese Art und Weise. Warten, bis der nächste Aufzug kommt. Ach hier können wir auch noch hochspringen. Eine sehr schöne Sache. Kommen wir denn auch hier wieder raus? Jawohl! Sehr gut. Zack, einmal die Sachen noch gesammelt. Hier geht es ja auch wirklich um jeden einzelnen Diamanten. Ach Mensch, ey, das ist doch... Aber hier haben wir ja zum Glück einen Speicherpunkt. Also einmal hier hoch und rüberfahren lassen und einmal ganz frivol warten. So. Ja, komm mal runter. Und einmal immer gezielt hier raufspringen. Und hier ganz gemütlich runtersegeln. Boah, wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir sind wieder durch. Es ist ja also eine geistige Tortur fast. Wir kriegen 3 Diamanten. Wir sind 8-mal gestorben. Kriegen dafür leider nur noch einen einzigen Stern.
und haben immerhin 2 von 3 großen Diamanten gesammelt. Ja, dann sind wir auch schon in Stage 2.3, das verfluchte Verlies. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was uns hier erwarten mag. Ich erwarte wirklich kein Begrüßungskomitee. Aber das wird sich ja gleich zeigen. Auf jeden Fall schon eine sehr bedrohliche Musik. Und da sind irgendwelche großen Stacheln eingeschlossen. Hier schon ein Teufel eingeschlossen. Und was ist das denn? Schlüssel? Wir müssen scheinbar 5 Schlüssel sammeln. 2 Schlüssel. 3 Schlüssel. 4 Schlüssel. 5 Schlüssel. Das war jetzt wirklich unfassbar schwer. Aber cool gemacht. Okay, das war höchstwahrscheinlich halt zur Demonstration. Was passiert, wenn wir die Schlüssel sammeln? Da geht es hinunter. Also müssen wir hier die Schlüssel einsammeln. So, wo kommen wir denn hier hin? Ah ja, wir kommen jetzt hier hin. Ein Geist! Der übrigens ziemlich cool aussieht, wie ich finde. Ach du Scheiße! Der ist... Was? Das ist ja gemein. Boah, bleib mir bloß weg, Junge! Alter Schlawutke! Was ist das denn hier? Speicherpunkt, Schlüssel. Ach, hier darf kein Geist durch. Ja, dann komm mal her. Na, komm mal her, du kleiner süßer Geist. Oh, tut einem ja schon ein bisschen leid, wa? So, hier geht es scheinbar hoch. Aber eine ganz wichtige Sache, die mir aufgefallen ist. Ich möchte hier nochmal eben runter. Wow, weil es hier ja auch noch hochging. Ich weiß ja nicht, ob das beabsichtigt ist. Aber hier winken einfach zu viele Diamanten, als dass ich das hier nicht beachten müsste, könnte. Was ist das? Eine böse... Was? Was? Was ist das denn? Ein hässlicher Schleim? Ach so, ja, dem kann man dann natürlich nicht auf den Kopf springen. Und diese mistigen Kack-Mist-Geister sind auch schon wieder da. Naja, egal. Dann das schaffen wir doch mit links, Leute. Das ist ja auch fies, wa? So eine Kiste. Huch. Nach, was mache ich denn hier? Okay, also, wir müssen... Wie kommen wir denn da hin? So, wenn ich jetzt hier nämlich hochspringe, komme ich einfach nicht weit genug. Tja, puh. Da kommen wir nicht weit genug. Auch nicht hoch genug. Deshalb hoffe ich ja einfach mal. Können wir denn hier irgendwie lang? Nein, ach Mensch. Egal, ist mir jetzt total wurscht. Bleib mal weg, du Geist. Dann kann der andere kommen. Er sieht viel böser aus als der kleine Weiße. Oder der Weiße. Kommst du noch? Ich würde dich gerne vernichten, damit ich hier weniger Stress habe. Ja, er kommt allerdings sogar schneller, als mir lieb ist. So, einmal du. Und einmal du.
dann hätten wir das geschafft. So, dann wollen wir einmal hier nach oben und hier nach oben und da nach oben. Und schon wieder so ein oller Geist. Ja, dann kommen wir mit runter. Und einmal hier lang. Das war auch schon wieder sehr knapp.